Hallo zusammen und willkommen bei Ollis Hobby Scene. Ich bin Olli und was ich im heutigen Video euch mal vorstellen wollte, ist erstens die Insta 360 X3 und meine persönlichen Gedanken, warum ich mich am Ende für die Insta 360 X3 entschieden habe und nicht zum Beispiel GoPro Hero 11 oder DJI Osmo Action 3 oder nur DJI Action 3. Ich habe verschiedene Hobbys, zum Beispiel Motorradfahren, Kayaking und mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Und da möchte man natürlich auch einen ganzen Stapel an Impressionen mitnehmen, damit man sich hinterher seine unterschiedlichsten Unternehmungen auch im Video mal angucken kann und sich nicht nur anhand von Fotos daran erinnern kann, hey, wo war man denn eigentlich? Mit der GoPro kann man das natürlich genauso gut, aber ist natürlich immer limitiert auf bestimmte Mounting-Positionen, Blickwinkel, Blickrichtung. Gilt natürlich ebenso für die DJI. Damit hätte ich gut leben können und habe ja auch gut damit gelebt in den letzten Jahren. Ich habe immer noch die GoPro Hero 5 Black. Aber was ich dann über die Zeit nervig fand, ist, wenn man dann mal was anderes sehen will, als zum Beispiel beim Motorradfahren immer nur den Blick nach vorne, nach hinten oder einen Blick von der Seite. Man musste immer anhalten. Man musste im Vorhinein sich schon Kopf machen, wo bringe ich die Kamera an, wo hält sie. In meinem konkreten Beispiel bei einer BMW RT, wo hält die Befestigung vibrationsfrei oder arm, damit man das hinterher nicht auch im Video sieht. Das war mir irgendwann zu nervig und ich habe angefangen, mich zu informieren, habe Tonnen von Videos gesehen auf YouTube, von diversen YouTubern, die die neuesten Geräte vorgestellt haben, und bin zu dem Schluss gekommen, dass basierend auf meinen Wünschen der Einsatzbereiche eigentlich eine GoPro oder eine DJI im klassischen Sinne nicht den Mehrwert bietet für das Geld, was man dafür bezahlen muss, sondern eigentlich eine 360-Grad-Kamera den meisten Nutzeffekt bringt. Deswegen habe ich mich dann weiter schlau gemacht, habe gesagt, hey, was gibt es denn überhaupt für 360-Grad-Kameras auf dem Markt? Und passenderweise zeitnah zu den neuesten Modellen von GoPro und DJI hat Insta360 die X3 rausgebracht. Die habe ich mir dann mal angeschaut und dachte, hey, probier's mal aus. Es war auch eine Stange Geld. Ich habe das Motorradbundle genommen, habe alles selbst bezahlt. Für Insta360 bin ich viel zu unwichtig, dass sie mir da so ein Produkt zum Testen schicken. Und habe am Ende dann irgendwas um die knapp 630 Euro bezahlt. So, und jetzt habe ich die 2 Tage und bin am Rumtesten. Alle Settings hier an der Kamera sind, wie man so schön sagt, out of the box. Das einzige, was ich geändert habe, ist die Bildschärfe von dem Default High auf Medium zu setzen. Der Rest, wie gesagt, alles, wie es vom Hersteller geschickt wurde. So, daher die Beispielvideos oder auch Beispielfotos, die ich euch zeige, sind mit meiner persönlichen Kamera ohne irgendwelche professionelle Vor- oder Nachbereitung aus meiner Sicht, damit ich mir auch selbst ein Bild davon machen kann und ihr natürlich auch, abseits der Professional YouTubers mit ihren zigtausend Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar. Habt ihr die Insta360 X3 oder den Vorgänger? Was gefällt euch? Was
würdet ihr verbessert sehen. Und ansonsten viel Spaß. Ich probiere auch noch mal kurz aus mit den AirPods Pro, die ich nach einigen Versuchen dann doch gekoppelt bekommen habe. Und hänge das hier auch an dem Video mit dran für euren persönlichen Eindruck der Soundqualität. So, dieses kurze Videostück ist mit den AirPods Pro auch einfach nur ganz normal über Bluetooth gekoppelt. Als Test im Vergleich zur Audioqualität direkt aus dem Gerät. Ich bin hier in der Nähe des Münchner Flughafens an einem kleinen See oder größerer Teich, ein Erholungsgebiet, und mache meine Testaufnahmen. Und dieser Test hier dient den AirPods Pro. Musik.